Nach Fest kommt ab. Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei Nice Eyes 36. Geheimniskrämerei war das Thema der letzten Tage. Und wir werden jetzt mal ein paar Geheimnisse lüften. Nämlich was die Kawasaki ZR500A anbelangt. Ja, der liebe Martin sitzt im T-Shirt. Wie kommt das denn? Das liegt ganz einfach daran, dass man sich ja daran gewöhnen muss, dass es draußen Plusgrade hat. Der Frühling hält Einzug. Und hier liegen noch alte Dichtringe. Ja, der Frühling hält Einzug. Wir haben plus 5 Grad draußen. Ich habe hier mal etwas aufgeheizt, um euch mein Geschenk zu zeigen, das ich bekommen habe. Nach Fest kommt ab. Das habe ich aber schon eine Weile nur. Sieht man mich ja in letzter Zeit immer langärmlich. Und das ist nämlich das Thema. Langärmlich. Ich werde mich jetzt umziehen. Und dann gehen wir die Geschichte an. Ja, Geheimniskrämerei. Stellen wir doch mal bei der Kawasaki eine Milchbubenrechnung auf. Was würdet ihr sagen, kostet ein Motorrad? 34.000 Kilometer, sämtlicher Service gemacht. Bedeutet, es sind neue Radlager drin, neue Gabelstandrohre, neue Gabelzimmerringe, neues Gabelöl, progressive Gabelfedern, neue Schwingenlager. Der Rahmen ist absolut rostfrei, sieht aus wie neu. Der Motor läuft perfekt. Der Vergaser wurde komplett überholt. Es ist ein neuer Kettensatz drauf. Es sind neue Reifen drauf. Es sind neue Bremsen drin. Das Motorrad hat 50 PS, ist also vom Zustand her zwar original, aber nachlackiert. Mit dem Original Kawasaki Farbton in Candy Wine Red, also Weinrot, Candy Lack. Die war ja original in Rot und wurde dann ja, mehr oder weniger pfuscherhaft nachlackiert. Das wird also erledigt. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich habe nichts vergessen. Also ein Motorrad in einem annähernden Neuzustand. Zwar mit 34.000 Kilometer, aber richtig gut aussehend. Alle Serviceteile sind neu, inklusive der Lager und so weiter und so fort. Liebe YouTube-Gemeinde, was kostet so ein Motorrad? So, ich sitze. Ich trinke auf euer Wohl mit kaltem Kaffee. Und wir plaudern noch ein wenig. Also, was ist so ein Motorrad wert? Wenn jetzt irgendjemand sagt, so ein Motorrad bekommt man für 1.500 Euro, ich weiß es nicht. Gehen wir mal davon aus, den bisschen Seltenheitswert noch mit dazu gerechnet, unter 3.000 Euro, no way. Stimmt ihr mir dazu? Also, warum soll man diese Summe nicht in ein vorhandenes Motorrad stecken? Ja, und genau das werden wir tun. Das ist unsere Budgetlinie und die wird auch gut ausgenutzt. So, Geheimnislüftung. Ich erkläre euch, was gemacht wird. Punkt 1, die Kawasaki wird komplett zerlegt. Den Rahmen nimmt mein lieber Superkumpel Freund Kurti mit. Wird ihn für mich schleifen und wird ihn für mich lackieren. That's it. Das war sein Angebot gestern, deswegen war das Ganze mit so einem Mist etwas abrupt beendet. Und wir haben da noch ein paar Minuten drüber diskutiert. Er hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja Martin, ich mache das für dich. Kurti, meinen herzlichen Dank an dich. Pfundskerl, dafür reiten wir dieses Jahr einiges an Kilometer runter. So, die Lackierung, die war von vornherein klar. Wie gesagt, das Candy Wine Red. Der Lack ist bestellt. Da fahren wir äußerst günstig. Und ich darf auch hier gleich bekannt geben, der nächste Kooperationspartner von mir, liebe Bettina, falls du das sehen solltest, ich grüße dich recht herzlich. Willkommen in der YouTube-Gemeinde von Nice Eyes 36. Bettina ist für Österreich zuständig, was Motorradlacke anbelangt. Und einigen von euch ist es ja vielleicht bekannt, RH Motorlack. RH-Motorlacke.de, also Motorlack.de, glaube ich, oder Motorlacke.de, ne, Motorlack.de. Da bekommt man spezielle Lacke, man bekommt auch Originalfarbtöne. Und diesen Lack habe ich schon oft verwendet. Ich habe meinen Elefantmotor damit lackiert, ich habe die GPZ damit lackiert, ich habe
meine Suzuki GS850 damals damit lackiert und. Ein super Lack, super haltbar, sehr, sehr einfach zu verarbeiten, siehe Zamps Channel. Der liebe Martin hat sich da natürlich in der Vorbereitung immens Mühe gegeben, also wirklich immens Mühe. Im Normalfall braucht man sich nicht so viel Mühe geben. Wichtig ist fettfrei, das kriegen wir gebacken. Schadstellen, loses Material einigermaßen runterkratzen und dann rauf mit dem Lack. Den gibt es als zweikomponentigen Lack zum Anmischen für die Lackierpistole. Aber den gibt es auch als Zweikomponentenlack in der Spraydose. Verarbeitungszeit bis zu 6 Wochen Tropfzeit oder bis zu 12 Stunden Tropfzeit, je nachdem. Kann man auswählen. Gut, Kooperationspartner motorradlacke.at. Sobald es an irgendwelche Teile zum Lackieren geht oder um Teile, die lackiert werden, wird auch eine Werbeeinblendung vorkommen. Das mache ich aus Dankbarkeit, weil die liebe Bettina sich wirklich top Mühe gibt. Ist ein ganz, ganz liebes Mädchen, Frau, Fräulein hätte ich jetzt beinahe gesagt, selbst Motorradfahrerin, begeisterte Motorradfahrerin. Ein Blick auf ihre Homepage www.motorradlacke.at lohnt sich allemal. Jo, das war zu diesem Thema. Also, wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Die Kawasaki wird komplett zerlegt. Ich werde den Rahmen schleifen und lackieren lassen, beziehungsweise das macht der liebe Kurti. Die Lackteile gehen diese Woche noch zum Lackierer. Die Voraussetzung ist, nicht die Voraussetzung, ich habe das schon, muss ich gleich rein, weil wir werden vermutlich heute um 23:45 haben wir jetzt, wir werden vermutlich heute den Tank innen entrosten und beschichten. Obwohl, wenn ich den jetzt innen beschichte, der braucht 8 Tage ungefähr zum Trocknen, also wird das wahrscheinlich erst nächste Woche zum Lackieren gehen. Das auch nur nebenbei, aber sei es drum. Wir werden also zumindest heute mal den Tank entrosten und die Beschichtung machen. Dazu kommt aber ein separates Video. Hier geht es ja jetzt erstmal um die Aufbereitung, beziehungsweise was wird gemacht an der Kawasaki. Motortechnisch werde ich nachher noch, ich werde sie noch mal ein bisschen laufen lassen, dann werde ich in einem, ja, bisschen mehr wie handwarmen Zustand die Kompression messen und eine Druckverlustprüfung machen. Und je nachdem, wie die Druckverlustprüfung ausfällt, entscheide ich, ob ich den ausgebauten Motor kopftechnisch zerlegen werde. Ich werde ihn also, ob ich ihn enthaupte oder nicht enthaupte. Dann elektriktechnisch werden wir natürlich schauen, dass alles passt, den einen oder anderen Stecker austauschen, falls irgendwas dran sein sollte. Und dann werden natürlich viele Kleinteile pulverbeschichtet. Ich werde zuerst mal 4-5 Teile, die hier so rumschwirren, die keine Bedeutung haben, vorbehandeln. Ich werde bei der Kawasaki den Seitenständer nur mal anschleifen, den Rest Lack drauf lassen, nur mal anschleifen und schauen, ob man auf Lack Pulver beschichten kann. Sollte das nicht funktionieren, bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, als ihn komplett zu schleifen, den Lack runterzuschleifen und ihn dann Pulver zu beschichten. Der Ofen soll heute kommen, der Pulverlack wird Donnerstag bzw. Freitag da sein. Das heißt, am Wochenende könnte es durchaus möglich sein, dass ich mich schon an das eine oder andere Versuchsteil heranwage, mir eine kleine Kabine baue. Ich habe noch einen schönen großen Karton im Lager stehen. Den werde ich rundherum mit Klebeband stabilisieren und dann, ja, schau mal, ganz einfach. Das ist jetzt nur mal, dieses Video ist jetzt mal Gerüchteküche und Geheimniskrämerei. So werde ich das Video nennen und hiermit kläre ich über alles auf. Ja, dieses Video ist ein reines Erklärbär-Video, vielleicht etwas langweilig für euch, aber es muss sein, weil es sind mir momentan zu viele Kommentare mit Hinweise, Fragen etc. pp. Und ich möchte dem jetzt entgegenwirken und euch natürlich auch sagen, was Sache ist. Ne? So.
Fasse ich nochmal zusammen, die Kawasaki bekommt ein rundum sorglos Paket. Sei es drum, ich nutze meine Connections, ich nutze meine Fähigkeiten und ich sehe das Ganze als Restauration, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Die Vorarbeiten, die ich leiste, werden natürlich dokumentiert. Ihr seid live dabei, wenn ich die Maschine zerlege. Es wird vielleicht nicht ganz so umfangreich werden, weil ich ja etwas unter Zeitdruck stehe. Das heißt, viele Sachen werde ich nicht mit aufnehmen, wenn es an komplizierte Geschichten gibt, dass ich da Kommentare dazu rede und so weiter und so fort. Ich habe mir überlegt, dass ich die Action Cam hier rein tue und dann jetzt einfach einen Timelapse draus mache. Wer sich das dann nachher anschauen will, schön mit Musik untermalt. Es wird also, die Videofrequenz wird etwas zurückgehen und sich wahrscheinlich immer aufs Wochenende verlagern, weil ich dann immer erst am späten Nachmittag bzw. am Abend hier in die Garage komme und weitermache für 1, 2, 3 Stunden. Soweit diese Vorabinformationen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo es dann ganz normal weitergeht. Was tue ich mit der Kawasaki? Was tue ich generell? Und hier und da noch ein paar Informationen für euch. So, das in Kürze, relativ kurzes Video. Das war mir klar, aber ich wollte der Gerüchteküche mal... wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es läutet mal wieder. Ja, immer diese Telefonate. Thomas, schönen Gruß, wie besprochen. XT800, nur mal so zum... hinterlegen. Wo waren wir stehen geblieben? Gerüchteküche mit allem drum und dran, das haben wir ja jetzt geklärt. Mir würde jetzt im Augenblick nichts einfallen. Sollte ich was vergessen haben, liebe YouTube-Gemeinde, ab in die Kommentare. Ich werde es nachliefern. Ihr wisst jetzt also Bescheid, wie der weitere Verlauf ist. Ihr wisst Bescheid, dass die Videofrequenz vermutlich ein wenig zurückfährt. Kommt immer darauf an, wo sie mich hinstecken. Und machen wir das Abschlusswort. Liebe YouTube-Gemeinde, ich bedanke mich für euren Daumen hoch. Ich bedanke mich für eure zahlreichen Kommentare der letzten Tage, Wochen, Monate und die folgenden. Ich würde sagen, ich lasse mir was einfallen, wo wir hier ein Video hinschmeißen und so weiter und so fort. In jedem Fall wäre hier mal das Abo für die neuen Abonnenten unter uns. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt mir gewogen. Pfiat euch, baba.